Willkommen zum dieswöchigen Wochenabschluss. Klingt kacke. Willkommen zur letzten Folge in dieser Woche. Ja, die Woche war bisher schon beschissen. Da können wir sie auch richtig beschissen beenden, indem wir Werwolf sind. Ich weiß, ich habe am Mittwoch gesagt, ich bin lieber Werwolf als Hexe. Das stimmt auch. Aber ich hasse Werwolf halt auch. Also war das jetzt hier rollentechnisch Pest oder Cholera im Vergleich. Ja, wir heißen heute übrigens James McCordy, weil ich keinen Bock hatte, wieder als Krieger unterwegs zu sein, weil ein paar aus der letzten Runde dabei sind. Und ich weiß, wie das endet. Die schreiben mit Absicht meinen Namen falsch und da habe ich keinen Bock drauf. Und mal gucken, was da Schönes rauskommt. Ich werde wahrscheinlich nach 1 untersucht werden, aufgrund dieses tollen Namens. Ja, sie finden das nämlich sehr toll. Und dann werden sie rausfinden, dass ich Sheriff bin. Und ich überlege heute den passiven Part des Werwolfs zu machen. Das heißt, ich werde nicht attackieren, in der Hoffnung, nicht in der Werwolfnacht besucht zu werden. Dann kann ich nämlich so tun, als gäbe es vielleicht einen Arsonisten. Und dann würden sie auf meinem Sheriff-Claim nicht ganz so aggressiv reagieren. Kann nach hinten losgehen, gerade wenn ich zu lange warte mit dem Töten. Weil nämlich dann noch Mafias existieren. Zu viele vielleicht. Und ich muss ja dann auch hoffen, dass irgendwann mal so ein bisschen Mafia ausgemerzt wird. Es gibt keinen Kill. Das ist schon mal interessant. Gibt es einen Spy, ist die Frage. Sam, Resident 5. Und wir haben einen Spy. Zweimal besucht heißt wahrscheinlich Forger, Janitor. Okay. Aber stimmt nicht. Wenn er gejailt ist, hat er keinen Clean verloren. Zumindest meine ich das letztens als Janitor gesehen zu haben. Kann natürlich Zufall sein. Aber wir werden jetzt hier auch gegen ihn wählen. Oh, Samuel Paris. Irgendwie falscher Name gesehen. Jetzt echt. Wow. Die Woche wird echt noch beschissener, als ich dachte. Ich meine, ich habe damit gerechnet zu verlieren. Als Werwolf gehe ich immer mit dem Gedanken rein, du hast keine Chance, hier was zu gewinnen. Aber das ist halt echt... Das ist doch lächerlich. Da kann man... Wow. Wir brauchen halt gar nicht mehr spielen. Die Mafia ist komplett verraten worden. Und sobald jetzt Zero gehängt wird, weiß der Jailer, er kann die anderen beiden exekutieren. Und dann spiele ich alleine gegen alle Townies. I am the Jailer, das ist ein geiler Claim. Den muss ich ihm geben, das ist ein echt geiler Claim. Ja, da hat er recht. Es ist wahr, was er da sagt. Es ist schon wahr. Das ist ein geiler Move. Auch wenn er jetzt Godfather ist. Er hat damit eine Nacht gewonnen. Muss man ihm lassen. Wenn es noch ein bisschen länger gedauert hätte, wäre noch besser gewesen sogar. Das Problem ist jetzt auch, dadurch, dass füge irgendeine Beleidigung ein, die möglichst schlimm ist und verzehnfache es noch, weil sowas ist einfach zum Kotzen. Dadurch, dass er jetzt die ganze Mafia mit hoher Wahrscheinlichkeit revealed hat, ich gehe davon aus, dass es der Wahrheit entspricht, und Zero dann nächste Nacht exekutiert wird vom echten Jailer. Muss ich jetzt dummerweise loslegen und killen, weil sonst verliere ich zu schnell. Weil ich kann nur alle 2 Nächte töten. Und wenn jetzt er Mafia ist, der Godfather exekutiert wird, was wahrscheinlich ist, weil wir haben 2 Jailer-Claims, einer von beiden lügt.
dann muss ich auf jeden Fall jetzt töten. Ich werde jetzt auf den Spy gehen, in der Hoffnung, dass da kein Bodyguard ist, sondern eben ein Doktor, dass ich den mitnehme. Wer war nochmal der Spy? Es war Mary Warren, kann das sein? Ja, Mary Warren. Gehe ich jetzt auf Mary Warren und bete. Ja. Mafia kann auch nicht killen, weil der Godfather jetzt gejailt ist. Wir werden uns einfach nur aus Spaß Mary Easty schnappen. Tut mir leid, aber muss sein. Wir können auch das hier noch sicherheitshalber mal hier reinschreiben. Für den Fall, dass ich jetzt in den Bodyguard renne. Oh, Doppelkill, nice. Vier Kills. Vier Tote. Ein Mafioso lebt noch. Es wird ja trotzdem nicht reichen, weil der letzte Mafioso ist dummerweise bekannt. Das ist das Problem. Sie wissen jetzt, wer es ist, den werden sie jetzt hängen. Ich kann nicht töten, danach werden sie rumfragen. Ich claim Sheriff, ich bin tot. Easy going. Weil ein Lookout wird auf dem Mayor sein. Auf dem Jailer sein. Nehme ich an. Oh. Ja, doch. Mit auf dem Jailer sein. Ich dachte gerade ganz kurz. Also Guilds wird confirmen können, dass ich nicht der bin. Dass ich nicht protective bin. Also darf ich jetzt nicht sagen, ich hätte ihn protected. Ich hab den Janitor gekillt. Wow. Also eigentlich könnte ich mich jetzt revealen. Der Janitor ist echt noch in den Spy reingerannt. Oder in mich. Oh Mann. Diese Folge passt aber so ins Bild der Woche rein. Ist wirklich perfektes Ende für diese Woche. Muss man sagen. Gibt noch ein Mayor, nice. Also Executioner. Ich darf mich nicht revealen. Mehr Game Throwing. In der Theorie. But it would be Game Throwing. Sorry, guys. Es tut mir leid. Slash W. Upsala. Slash W. 11. Of course. I did. I'm going to tell a mod that he should ban him right after the game. Time I know his Nick. Naja. Everything is all right, my friend. Naja. Bereiten schon mal vor, mein lieber Maw. Wo stehst du denn? Du bist gar nicht online.
Werde ich dann nachher mal Informationen an Germ weitergeben, dass er den Typen direkt raushauen soll. Weil Ranked wird mehr bestraft als normale Spielmodi. Okay, er hat gewonnen. Er hat Gewinn? Habe ich gerade gesagt, er hat Gewinn? Bin mir nicht sicher. Gut, Executioner hat gewonnen. Damit könnte ich mich jetzt eigentlich revealen, weil damit habe ich dem Neutral Evil das Spiel nicht kaputt gemacht. Hallo. Sheriff, friend you? Ja, Claim ist für den Arsch, ich weiß, aber egal. Nehmen wir einfach mal Mia. Not suspicious. Für den Fall, dass er fragt. Ich hoffe, dass sie mich jetzt wählen. Wenn der Exe wirklich seinen Sieg hat, ist ja alles okay. Ich versuche es nicht ganz so hart, mich zu verteidigen. Ich gebe es zu. Aber ich kann nicht direkt sagen, ich bin der Werwolf. Und es gibt halt einen Retri, der ihn wiederbringt. Jetzt könnte man ihm das Achievement geben, doppelten Rebirth. Hank Blanky ist Werwolf. Ach ja. Komm, beende das. Champed a Survivor Vampire Hunter Rich. Der wird mich sowieso mitnehmen und exekutieren. Ich hab gar keinen Bock, mich irgendwie zu verteidigen, wenn sie mich gewählt haben. Bin ich ganz ehrlich. Ja doch, Jailer wählen ist cool. Dann kann er mich nicht killen. Das ist sehr gut. Stimmt, es gibt ja einen Mayor. So, revealed. Wer war das denn nochmal? Oder war das die letzten Runden immer? Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich bin gedanklich quasi schon im Wochenende. Da. Mia Khalifa war's. Oh, dann wäre es dumm gewesen, sie untersucht zu haben, angeblich nach 2, oder? Oder hat sie nach 3, Tag 3 revealed? Okay. Tag 3, Baby. Alles gut. Ich guilty natürlich. Schade. Ich musste es versuchen für den Fall, dass ein paar andere Leute guiltyen. Na also, das ist der letzte Vote. So. Da verteidige ich mich auch nicht mehr. Executioner hat seinen Win gehabt, hat er gesagt. Also brauche ich auch nicht so tun, als ob. Und ich brauche da auch keine Show abzuziehen. Ich habe geguiltet beim Werwolf, beim Jailer. Von daher ist alles gut. Oh nein, jetzt nicht nochmal Inno-Voten, um mich zu exekutieren. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Es ist so nervig. Ich würde gern leaven. Ganz ehrlich. Ich würde es wirklich gerne machen. Wow. Für so einen Schwachsinn hat er jetzt lang rumgemacht. Nein, darauf antworte ich nicht. Ich lief jetzt doch lieber direkt, weil ich weiß, dass sich das noch ausartet. Fuck you, Jailer and Samuel Paris. So. Das muss noch sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei.
Bis dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.